Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video über quadratische Gleichungen. Gegeben ist die quadratische Gleichung x² plus r mal x plus s ist gleich 0 in x Elemente reellen Zahlen und mit r und s ebenfalls reelle Zahlen. Die Aufgabe: Ordnen Sie den vier Lösungsfällen, die stehen hier links, jeweils diejenige Aussage über die Parameter r und s aus a bis f zu, bei der stets der jeweilige Lösungsfall vorliegt. Gut, diese Aufgabe ist nicht ganz einfach, deshalb möchte ich zuerst kurz ein paar Grundlagen über die Anzahl der Lösungen quadratischer Gleichungen wiederholen. Ich habe hier rechts schon einmal die kleine Lösungsformel aufgeschrieben, die findet ihr im Formelheft mit den Buchstaben, die hier vorkommen, also hier haben wir R und S, daher lauten die beiden Lösungen dieser Gleichung x1, x2 ist gleich, minus r halbe plus oder minus die Wurzel aus r halbe zum Quadrat oder r Quadrat Viertel minus s. Und wie viele Lösungen diese quadratische Gleichung nun hat, hängt vom Vorzeichen dieser Zahl ab, die hier unter der Wurzel steht. Die Zahl unter der Wurzel hier, die nennt man so jetzt die sogenannte Diskriminante. Ist diese Diskriminante positiv, so hat diese quadratische Gleichung zwei Lösungen. Ist die Diskriminante gleich 0, hat die quadratische Gleichung nur eine Lösung. Ist die Diskriminante negativ, gibt es keine Lösung in den reellen Zahlen, weil die Wurzel aus einer negativen Zahl in R eben nicht definiert ist. Das zweite, was ich kurz wiederholen möchte, sind zwei Sonderfälle von quadratischen Gleichungen, die man lösen kann, ohne die Lösungsformel verwenden zu müssen. Das könnte zum Beispiel in dieser quadratischen Gleichung der Parameter R gleich 0 sein und S dann ungleich 0, sonst bleibt nicht viel übrig. Die Gleichung würde dann lauten x² plus r mal x ist 0, s ist gleich 0. Um diese Gleichung zu lösen, brauche ich keine Lösungsformel. Ich kann einfach umformen, subtrahiere auf beiden Seiten s und bekomme dann auch zwei Lösungen, x1 und x2 ist gleich plus oder minus die Wurzel aus minus s. Und hier sieht man, dass die Anzahl der Lösungen auch vom Vorzeichen von s abhängt. Ist das minus s unter der Wurzel positiv, so gibt es zwei Lösungen. Minus s größer 0 heißt ja, ist s negativ, dann ist minus s positiv, dann hat diese quadratische Gleichung zwei Lösungen. Ansonsten hat diese quadratische Gleichung keine Lösung. Und der zweite Sonderfall, es wäre dann noch der Sonderfall, dass s gleich 0 ist und aber r ungleich 0. Dann sieht die Gleichung oben so aus, x² plus r mal x ist gleich 0. Auch hier brauche ich keine Lösungsformel, ich kann hier einfach x herausheben. Dann schaut die Gleichung folgendermaßen aus, x mal x plus r ist gleich 0. Eine quadratische Gleichung dieser Form hat immer zwei Lösungen. Ein Produkt ist genau dann 0, wenn der erste Faktor 0 ist oder der zweite Faktor 0 ist. Das sind genau die Lösungen der Gleichung. Entweder ist x gleich 0 oder ist x gleich minus r. Dann ist der zweite Faktor 0. Also in diesem Fall gibt es immer zwei Lösungen. Gut, mit diesem Vorwissen möchte ich nun diese vier Lösungsfälle, die da stehen, anschauen. Ich bezeichne den ersten Lösungsfall einfach einmal mit 1. Da lautet, die quadratische Gleichung hat keine reelle Lösung. Nun keine reelle Lösung, es könnte diese Möglichkeit sein. Das heißt, die Diskriminante ist negativ. Dann müsste r² Viertel minus s kleiner als 0 sein. Diese Bedingung steht hier rechts aber nirgends. Da steht r² Viertel minus s positiv. Also diese Bedingung kommt hier nicht vor. Gut, dann haben wir gesagt, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, dass die Gleichung keine Lösung hat, nämlich diesen Sonderfall. Den ersten Sonderfall, wenn r gleich 0 ist, hat die quadratische Gleichung nur dann eine Lösung, wenn s negativ ist. Also die andere Möglichkeit, wenn r 0 ist und s positiv, dann hat diese quadratische Gleichung auch keine Lösung. Und diese Aussage steht hier irgendwo, und zwar hier unten beim f. R gleich 0, s größer 0, bedeutet, es gibt keine Lösung. Gut, die zweite Aussage. Die quadratische Gleichung hat nur eine reelle Lösung und die lautet minus r halbe.
Okay, nur eine reelle Lösung? Das wäre. Dieser Fall, den wir hier oben besprochen haben, bedeutet, die Diskriminante ist 0. Das heißt, r Quadrat Viertel minus s muss 0 sein. Diese Bedingung steht hier rechts, und zwar oben bei der Aussage a. R Quadrat Viertel ist gleich s, bedeutet, die Diskriminante ist 0. Die Gleichung hat nur eine Lösung. Die dritte Aussage. Die quadratische Gleichung hat die reellen Lösungen x1 gleich 0 und x2 gleich minus r. Das haben wir schon überlegt. Das ist der zweite Sonderfall, den ich hier besprochen habe. Wenn s gleich 0 ist und r ungleich 0, dann lauten die Lösungen 0 und minus r. Schauen wir, ob diese Bedingung hier irgendwo steht. S gleich 0, r ungleich 0. Das ist die Bedingung, die hier beim e steht. Gut, und die vierte Aussage, die quadratische Gleichung hat die reellen Lösungen minus der Wurzel aus minus s und Wurzel aus minus s. Okay, das ist wieder dieser erste Sonderfall, den ich hier besprochen habe, hier rechts. Und plus oder minus die Wurzel aus minus s gibt dann eine Lösung, wenn r 0 ist und s aber negativ ist. Das heißt, r muss 0 sein und s muss kleiner als 0 sein, damit minus s positiv ist. Und auch diese Bedingung steht hier rechts, und zwar beim Buchstaben d, r ist gleich 0 und s kleiner als 0. Ja, und damit haben wir auch diese doch relativ schwierige Aufgabe gelöst.